USA minus 32,9%, Deutschland minus 10,1%. So stark ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal eingebrochen, so stark wie nie zuvor in der Geschichte. Und auch der DAX ist danach richtig eingebrochen. Wir schauen gleich darauf, zudem auf die Aussichten für Gold und Silber. Und in den Top-Empfehlungen schauen wir heute auf Bitcoin und Starbucks. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Tradinghaus Börsenakademie. Nachdem es die ganze Woche seitwärts für den DAX ging, verlor er am Donnerstag so richtig, zeitweise unter der Marke von 12.400 Punkten. Kommen jetzt neue Einstiegschancen? Ich denke, wir kommen jetzt ein bisschen in das Sommerloch auch. Da kommt man an das Objekt der Begierde, den Aktienmarkt, die Aktien noch etwas günstiger ran. Wir stellen ja fest, dass die Fallzahlen auch wegen Corona wieder angestiegen sind, gerade in Amerika. Das sorgt für Irritationen. Und da wird man eben diese Wirtschaftswiederholung auch mal in Zweifel ziehen. Das wird bedeuten, dass auch dann die Aktienmärkte auch mal nachgeben. Das heißt, man kommt noch mal günstiger an Aktien ran. Vor allem der Konsum ist weiterhin schwach und müssten Hilfspakete vielleicht noch einmal nachgebessert werden? Das, was die Bundesregierung als Hilfspaket bis jetzt aufgelegt hat, ist nach wie vor für mich viel zu wenig Wumms, eher Bums. Wir brauchen vor allen Dingen nachhaltige Entwicklung, also permanente Steuersenkungen, Soli, die Verdopplung des Steuerfreibetrages und natürlich auch, wir müssen an die Zukunft denken, gemäß dem Motto Vorsprung durch Technik. Wir müssen an Digitalisierung und infrastruktureller Verbesserung denken. In Krisenzeiten haben sich Gold und Silber weiterhin bewährt. Gold auf neuen Rekordständen über 1.900 US-Dollar und Silber über 20 Dollar. Sind die Aussichten weiterhin so gut? Ich glaube, Gold, aber auch Silber, die höheren Krisenweihen haben beide Edelmetalle jetzt erreicht. Wir stellen ja fest, es werden weiterhin Schulden gemacht. Die Bonität auch vieler Staaten, auch der westlichen Welt, leidet weiter. Im nächsten Jahr durchaus Goldpreise, die durchaus bis 2500 steigen können. Übrigens auch für Silber 30 Dollar pro Unze sind hier möglich, weil einfach die alte Stabilität nicht mehr da ist und viele große Vermögensverwalter mittlerweile auch der Meinung sind, dass sie auch aufgrund der Überschuldung Amerikas und einem schwächeren Dollar eine Ersatzwährung brauchen und die Ersatzwährung heißt Gold. Anleger schauen weiter auf die Quartalszahlen, allen voran Volkswagen und Deutsche Bank. Bei VW steht ein Minus von 1,4 Milliarden und die Dividende wird gekürzt. Bei der Deutschen Bank konnte das Investmentbanking andere Belastungen immerhin ausbügeln. Positive Nachrichten von Telefónica Deutschland, der O2-Mutter. Dort wird es noch in diesem Jahr in den fünf größten deutschen Städten das 5G-Netz geben. Wir werden in den nächsten kommenden Monaten zunächst die fünf größten Städte in Deutschland mit 5G versorgen und werden dann ab 2021 die nächsten 30 großen Städte angehen, die wir bis Ende 2022 finalisiert haben werden. Und damit werden wir bis zu 16 Millionen mit 5G Millionen Kunden mit 5G-Leistungen versorgen können. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, bequem von zu Hause, könnt ihr das bei den kostenlosen Börsenwebinaren der Tradinghaus Börsenakademie. Die nächsten Webinartermine: 14. August Börse für Einsteiger und Investmentstrategien für verschiedene Anlegertypen mit Wolf Dreistein und am 30. September erfolgreich traden mit Bluestar, dem Trendfolgesystem mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt unter trading-haus.de an und sichert euch euren Platz. Die Kryptowährung Bitcoin präsentierte sich seit September 2019 in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Die Kursspanne bewegte sich von 4.140 bis zu 10.650 US-Dollar. In den letzten Tagen hat aber die Kursdynamik sichtlich zugenommen. Kann ein nachhaltiger Kurssprung über die 10.650 Dollar per Wochenschluss etabliert werden, werden weitere Zugewinne beim Bitcoin bis auf 13.890 Dollar in den Fokus der Anleger rücken. Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten. Ob das allerdings für die Abwendung eines drohenden Verkaufssignals ausreicht,
wird sich erst noch zeigen müssen, denn unterm Strich hat Starbucks wegen der Corona-Pandemie im dritten Geschäftsquartal 2020 rote Zahlen geschrieben. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen immerhin eine Longchance. Ein Blick auf den Kursverlauf der Starbucks-Aktie zeigt seit Mitte 2019 einen intakten Abwärtstrend. Sollte sich der Markt jedoch entscheiden, das Papier von Starbucks mindestens über ein Niveau von $77,35 anzuschieben, könnten Gewinne an $80 einsetzen. Darüber hinaus schließen die Juni-Hochs bei $83,56 in den Fokus der Anleger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Tradinghouse Börsenakademie.